Moin, ich bin der Fishingman Dennis, mit dem richtigen Namen Dennis Meyer aus Schleswig-Holstein. Fishingman Dennis ist in Lanzarote entstanden, und zwar beim Big Game Angeln mit meinem Cousin. Dort hat mir der Guide vor dem Boot, wo wir auf Hammerhaie, Stachelrochen und Barracudas geangelt haben, am Ende der Guiding-Tour den Fishingman verpasst. Warum angel ich? Das ist für mich ist es der Ausgleich zu meiner Arbeit. Hier draußen in der Natur kann ich halt komplett abschalten, und das gibt mir die Ruhe für die nächsten Arbeitstage. Für mich macht den Angelsport aus der Reiz, einen Fisch zu überlisten zum Biss. Mein Perfektfang angle ich am liebsten mit Ultralight-Angeltechnik. Ich bin halt sehr, sehr flexibel, alles super leicht. Ich kann schnell von A nach B wechseln, kann da so halt richtig viele Spots abfischen und schauen, wo der Fisch halt dementsprechend zügig steht. Also mein größter Fang ist in Stenwad entstanden in Dänemark. Und zwar waren das 9,46 Kilo Lachsforelle auf ein 50er Mirax im Motoröl. Du vergisst es nicht. Zumal der Biss war sensationell, der Fisch kam 15 Meter hinterher. Kurz vorm Rand hat das Maul aufgemacht und komplett zugefangen. Mehr geht nicht. Das ist ein Adrenalinkick, den kannst du einfach nicht beschreiben. Wenn die Stella schreit um Hilfe im Endeffekt, und du kannst gar nichts machen mit deiner Route dagegen. Ich versuche es so einfach wie möglich euch zu erklären, wie ihr mit Ultralight-Technik an den Fisch kommt. Zum Januar, Februar wird ein Video kommen mit einer 100-Euro-Kombination. Jeder fängt klein an, und dann fangt ihr an, euch was Vernünftiges zu kaufen, wenn es euch gefällt. Ich würde ganz gerne immer Produkte kaufen, die wir hier in Deutschland haben, jederzeit zur Verfügung stehen, und damit habe ich bei Troutmates, kommen aus Norddeutschland, aus dem Raum Bremen, genau den richtigen Partner gefunden. Es ist halt meistens die Farbkombination oder der Geruch der Köder, entweder der Bubblegum, der Knoblauch, Meeresfrüchte, Apfel, Banane. Das ist halt das, was ich glaube, was den Fisch ausmacht, den Reiz, den Biss im Endeffekt. Ihr fangt definitiv Fisch, und wenn nicht, dann müssen wir uns einfach mal